Hallo, heute möchte ich euch mal mit in unsere Ertragszone nehmen. Der Zaun ist einfach da, um unseren Hund von abzuhalten, da rumzulatschen und Sachen zu ernten. Hier stand bis vor kurzem noch der bzw. die Komposter. Und die haben wir jetzt weggemacht und einen größeren Kompostbereich angefangen, wo man ordentlich arbeiten kann. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Und einen Teil des Komposts haben wir einfach auf der Fläche dann verteilt. Und da wachsen jetzt Radieschen und Rettiche. So, hier ist rechts Spinat eingesät. Links ein Haufen Knoblauch. Da lassen wir einige der Blüten immer dran, dass der sich schön aushaben kann. Dann haben wir damit auch kein Geschäft. Und hier drüben, da ist Sauerampfer und Pfefferminze. Wenn man dann sich so ein bisschen dreht, kommen hier zwei Zucchini und dazwischen auf dem kleinen Streifen ist auch nochmal Spinat eingesät. Neben den Zucchinis ist eine große Zitronenmelisse und daneben zwei Reihen rote Beete. Da hatten wir auch noch Karotten und Rüben mit drin, davon ist aber nichts gekommen. Im Hintergrund die Stangenbohnen, da verwenden wir seit einiger Zeit lilane Sorten, weil man die besser sieht. Außerdem wachsen da mehrere Himbeeren. So, und links von den roten Beeten, da sind dann die Zuckerschoten. Das ist im Frühjahr eigentlich immer ein total leckeres Gericht, die ersten Zuckerschoten. Knoblauchspitzen, also wenn sie jetzt noch nicht so weit sind wie jetzt, und Tomätchen oder so, das ist total lecker. Aber was man schon sieht, wir haben zum Beispiel keine Kartoffeln, wir haben keinen Kürbis. Das sind alles Kulturen, die sehr, sehr viel Platz brauchen, dafür eigentlich relativ wenig Ertrag geben und auch nicht konstant Ertrag geben, sondern dann halt zu einem gewissen Zeitraum, aber dafür halt die Beete ewig lang belegen. Da haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Wir machen Kulturen, die eher wenig Platz brauchen, die vielleicht mit anderen Sachen gemeinsam sogar gepflanzt werden können. Ja, das sieht man halt auch hier wieder. Erdbeeren, Knoblauch, Zwiebel. Dahinter dann Gurken, die wir hochwachsen lassen. Und links und rechts noch eine Zucchini. Und hier auf der anderen Seite gegenüber Tomaten und dazwischen die Erdbeeren. Oder umgekehrt eigentlich die Erdbeeren und dazwischen Tomaten. Ja. Die Gurken haben wir zeitversetzt gemacht. Das heißt, das eine Ranggitter, da sind sie schon recht hoch. Beim anderen, da fangen sie erst an, so dass wir immer einen längeren Zeitraum ernten können. Auch hier in dem Beet Erdbeeren mit Tomate. So, und hier sind wir beim wilden Eck. Das schöne Fingerkraut macht da alles platt. Das werden wir jetzt gucken, dass wir das Jahr noch eingedämmt kriegen, bevor es sich wieder noch schlimmer ausbreitet. An sich ist ja für Fingerkraut ein schöner Bodendecker, blüht schön, ist was für die Bienen. Aber das hier ist halt eigentlich unser Nutzgarten, unsere Ertragszone. Da ist das nicht so toll. Ja, da ist der große Rhabarber, beziehungsweise drei. Und im Hintergrund die Himbeere. Und dann kommen wir eigentlich auch schon in den Bereich, wo die Sträucher sind. Alsterbeeren. Hier unten die. Sieht man das überhaupt? Hier eine Stachelbeere. Johannisbeere. Da die Brombeere. Hier die Aronia.
Himbeere und unten eine drei Chrysalis. Den habe ich jetzt erst gepflanzt. Das ist eine Plattnektarine. Berberitzen und Schlehen. Der Boden ist bedeckt mit einer gelben Stachelbeere und Erdbeeren. Ohne Ende Erdbeeren, Walderdbeeren. Ja. Hier den Übergang kann man fast nicht erkennen zwischen Aronia und Josta. Hier unten noch eine kleine Blaubeere. Und da wieder die Brombeere. Dann kommen hier drei Kornelkirschen. Früchte werden auch schon rot. Bisher haben wir sie den Vögeln gelassen. Da habe ich jetzt eine Maulbeere hin. Blaubeere, dann hier eine Sauerkirsche, nochmal Blaubeeren. Hier drei Felsenbirnen. Ich gehe mal den Garten anders entlang. Die Mispel. Hier zwei Stachelbeeren, den Holunder, der ist jetzt inzwischen auch schon ganz schön groß, dürfte locker 2,20, 2,40 sein. Ein junger Apfelbaum. Ein alter Apfelbaum, dem es auch nicht mehr richtig gut geht. Da habe ich jetzt eine Bobby James Ramblerrose gepflanzt. Die soll dann den Apfelbaum hochwachsen und ihn wieder erblühen lassen. Ja, und hier haben wir noch so ein kleines Beet angelegt. Hier sind nochmal Gurken. Die sind jetzt an einem anderen Standort sozusagen im Garten, was den Vorteil hat, dass die sich gegenseitig jetzt nicht anstecken können. Außerdem sind hier nochmal Zwiebeln und ein paar rote Beete, die drüben zu eng standen. Viele wurden da echt dann von den Schnecken total niedergemäht, aber ein paar sind durchgekommen. Und hier haben wir noch zwei Maibeeren. Ja, ach ja, Rosen haben wir natürlich auch einige, die richtig schön blühen, leider sehr kurz, aber dafür dann eben Hagebutten bilden. Ich denke mal, spätestens nächstes Jahr lohnt sich dann auch, die abzuernten. Letztes Jahr hat es unser Hund übernommen, weil die hier so im Übergangsbereich stehen, wo er eben rankommt. Aber ich habe jetzt auch noch unten im Hof drei Rosen gesetzt. Also spätestens nächstes Jahr sollten wir da gute Hagebuttenernte bekommen. Dann kommt hier eben der Süßkirschbaum. Hier zwei Haselnüsse und eine Eberesche. In dem Bereich werde ich auch noch mal einsäen. Da ist jetzt eben Aushub drauf gekommen. Ja, gerade ist echt schön auf der Terrasse. Da blüht es einfach alles. Hier der Basilikum, Thymian, Schnittlauch, Dost oder Majoran, Schnittlauch,
Basilikum, Schnittlauch, Üsop und dazwischen Durst. Schnittknoblauch, Estragon, Üsop und so weiter. Dann unser Hochbeet. Da habe ich jetzt hier eine Wiesenmargarite nochmal in den Topf zurückgesetzt. Die wurde von den Schnecken total fertig gemacht. Salatis Endivien. Und dann probieren wir das ja mal unsere ersten Topfkulturen. Also die Sonnenblume, die hat es draußen nicht lange überlebt, eine Nacht. Und danach sah sie so aus. Die Schnecken waren sehr krass drauf. Und dann haben wir jetzt mal testweise eine Gurke und Endivien in den Topf gepflanzt, um zu gucken, wie das hier bei uns so funktioniert. Und da drüben halt noch ein paar Blümchen und so. Ja. Gut, das war der Rundgang durch unser Essen. Achso, halt. Fast vergessen, wenn man hier so hoch guckt, ne? Magikraut ist riesig, blüht schön, wurde gut besucht. Also von daher, der Liebstöckel kann bleiben. Ob ich den nochmal in ein ständig absackendes Hochbeet setzen würde, halte ich für fraglich. Habe ich letztes Jahr voll abreißen müssen, die Wurzel. Aber er ist wiedergekommen und ja. Dasselbe Spiel kann ich dieses Jahr wieder machen, weil der schon echt tief sitzt inzwischen. Außer ihr sagt mir, das macht nichts. Da kann man einfach 20 cm Erde drauf kippen, der kommt trotzdem, aber ich fürchte, das wird so nicht funktionieren. Wo mache ich die Kräuter im Balkonkasten? Naja, es ist nah an der Küche. Es blüht schön. Und alles andere, was ich da drin hatte, ist mir immer verreckt. Die Kräuter, die überleben meine gärtnerischen Fähigkeiten. So, dann habt noch einen schönen Tag. Ciao.